Liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und ja, das neue Semester hat begonnen und ich lese eure Kommentare, ich beantworte zwar nicht jeden der Kommentare, aber ich lese jeden Kommentar früher oder später durch, kriege mit, was da drin steht und natürlich auch alle eure Nachrichten und so weiter, egal ob YouTube, Facebook, sonst was. Und der Punkt, der mit am häufigsten dort eigentlich aufgeführt wird, ist die Angst. Die Angst vor dem Studium, die Angst vor dem Examen, die Angst vor der Zukunft. Und wer mir schon ein bisschen länger hier auf YouTube folgt und meine Videos anguckt, weiß, dass ich eher so ein sehr optimistischer Mensch bin und jemand, der das ganze Ding hinter sich gebracht hat, das ganze Jura, Ausbildung, Referendariat, Promotion und so weiter alles durchgezogen hat. Und mittlerweile kann ich damit ein bisschen Abstand darauf zurückgucken. Und ich sehe einfach, dass es etwas wie Motivation im Jurastudium nicht gibt. Es gibt es einfach nicht und ich finde das so wirklich, ich finde es wirklich schade, weil man bekommt im Jurastudium eigentlich immer nur eins auf dem Hinterkopf, man bekommt irgendwie, man wird immer nur runtergedrückt und fühlt sich irgendwie immer schlecht, weil einem alle sagen, du bist eigentlich zu doof für Jura, du hast eigentlich nicht das, was du brauchst für Jura, denn du hast nicht in jeder Klausur 9 Punkte, besser ist zweistellig, wenn du was werden willst, dann brauchst du zweistellige Punkte, immer diese Punktegeschichte. Und natürlich kann man das im Studium nicht so richtig bewerten und nicht so richtig einschätzen und man weiß nicht so genau, was hat es denn jetzt damit eigentlich auf sich? Bin ich wirklich arbeitslos oder kriege ich vielleicht doch irgendwo einen Job? Und mit ein bisschen Abstand kann man da wesentlich entspannter drauf gucken und das ist einfach etwas, was ich euch gerne weitergeben will. Und das ist auch das, woran ich in den letzten Monaten relativ intensiv neben meiner Arbeit als Anwalt gearbeitet habe, nämlich einen Online-Kurs auf die Beine zu stellen, der nicht demotiviert und der euch nicht sagt, was ihr nicht könnt, der sich auch nicht mit fachlichen Dingen beschäftigt, das könnt ihr euch besser irgendwo anders holen, aber der euch mal sagt, wie ihr mit diesem ganzen Druck und dem ganzen Stress, den ihr euch selbst im Studium macht und der von außen auf euch einprasselt, wie ihr damit umgeht. Denn viele Dinge hängen nicht damit zusammen, wie sie in der Außenwelt irgendwie sind, sondern es hängt damit zusammen, wie man selbst damit umgeht. Das ist ein Riesenunterschied. Im Kopf ist die Frage, wie gehe ich denn mit Druck, mit Stress, mit Angst und so weiter um? Ich kann euch ein paar Sachen aus der heutigen Realität erzählen, kann euch sagen, was machen denn Leute mit Noten, die unterhalb der 9-Punkte-Grenze sind? Was machen Leute, die oberhalb der 9-Punkte-Grenze sind? Wie sieht überhaupt der Arbeitsmarkt gerade aus? Und nach welchen Kriterien stellen Arbeitgeber ein? Aber das ändert sich vielleicht auch in den nächsten Jahren. Aber was sich nicht ändert für euch und was extrem eure Lebensqualität und die Zeit bis zum Examen beeinflusst, ist, wie ihr selbst einfach mit diesem Stress, mit diesem Druck umgeht. Und genau dazu habe ich meinen Online-Kurs gemacht, Jura ohne Angst, denn genau darum geht es. Man muss keine Angst haben, denn die Angst macht die Dinge, ändert nichts an den Fakten. Die Angst ist nur etwas, das dich selbst beeinträchtigt und dir selbst Energie abzieht und dich letztlich auf deinem Weg zum Examen behindert und dir Energie raubt, die du eigentlich viel besser an anderen Orten einsetzen solltest und die Energie dort auch brauchst, nämlich wenn es darum geht, dir den Stoff reinzuziehen und zu gucken, wie kommst du voran. In meinem Kurs beschäftige ich mich also mit Dingen wie kriegst du das richtige Mindset, weil es geht einfach um die innere Einstellung. Nicht die anderen sind schuld, sondern du bist schuld und vor allem du bist verantwortlich, wie du mit deiner Situation umgehst. Ich sag dir auch, wie du dir die richtigen Fragen stellst. Das ist auch etwas, was viele nicht tun. Man lässt sich so ein bisschen in die Ecke drücken. Aber man muss sich selber auch fragen, was ist denn eigentlich meine Motivation? Was will ich denn eigentlich? Warum will ich das? Und dich somit auf den Weg in die richtige Richtung begeben, damit du eben auch, wenn dir ein bisschen Gegenwind entgegenkommt, wenn du irgendwie Angst bekommst, weil irgendjemand dir das Gefühl gibt, du weißt nicht genug oder du hast nicht genügend gelernt, dass du da auch einfach standhalten kannst. Ich konnte das im Studium, ehrlich gesagt, früher auch nicht immer. Mir fällt es heute natürlich wesentlich leichter zurückzublicken, aber ich hatte damals auch niemanden, der mir gesagt hat, pass mal auf, so und so ist es, mach dich nicht verrückt. Und genau das möchte ich euch geben mit diesem Jurakurs. Ich werde euch Dinge zeigen, wie ihr die innere Einstellung bekommt, aber ich werde euch auch ganz konkret einfach Tipps geben, wie ihr euren Alltag strukturiert, wie ihr die Zeit bis zum Examen strukturiert, wie ihr euer Studium strukturiert, um die richtige Balance zu finden zwischen Studium und Privatleben, zwischen Hobbys und Juristerei, dass ihr einfach nicht ausgebrannt am Tag des Examens ankommt und hinterher feststellt, dass ihr eigentlich mit Jura gar nichts zu tun haben wollt. Also, mir geht es darum, euch zu motivieren und euch einfach zu helfen,
wenn ihr euch für den Weg Jura entscheidet, den auch durchzuziehen. Ich kann euch natürlich nicht die Entscheidung abnehmen, dass Jura für euch das Richtige ist. Das müsst ihr selbst anhand der richtigen Fragen euch selbst beantworten. Aber ich kann euch, wenn ihr euch für Jura entscheidet, kann ich euch den Schwung Motivation mitgeben, den ihr sonst irgendwie an allen Ecken und Enden nicht bekommt. Mein Lieblingssatz ist ja immer der, den die Professoren im ersten Semester gerne bringen. Schau nach links, schau nach rechts. Beide Kommilitonen wirst du am Ende deines Studiums nicht mehr im Studium neben dir haben. Wenn ihr mehr Infos zum Kurs wollt, dann klickt unten auf den Link, der in der Infobox eingeblendet ist. Dort kriegt ihr noch mehr Infos, was im Programm alles drin ist. Es ist wirklich mit viel Herzblut und mit viel Energie gemacht, einfach weil es eine Sache ist, die mir sehr am Herzen liegt und weil ich es einfach satt bin, wenn junge Studenten, die alles andere als irgendwie doof oder unengagiert sind, mir sagen, sie haben Angst vor dem Examen oder vor der beruflichen Zukunft. Die Zeit ist viel zu schade, um sich von solchen Dingen runterziehen zu lassen, sondern ihr müsst eure Energie jetzt in die richtige Richtung lenken, Gas geben und dann werdet ihr ganz sicher euer Studium auch erfolgreich absolvieren. In diesem Sinne, ich freue mich über einen Daumen hoch und über ein Abonnement, falls ihr noch keine Abonnenten seid, und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut, euer Dominik.